Ein recht herzliches Willkommen zurück zum Transportfieber und dem Offenbacher und dem Sky. So, wir haben gerade mal in der Aufnahmepause gefachsimpelt und leider haben wir entdeckt, Köln-Da ist groß geworden. Köln-Da hat auch einen Bürgerentscheid gegeben in Stellvertretung des stellvertretenden Bürgermeisters, dass Köln-Da bitte umgenannt werden soll. Das ist Punkt 1. Punkt 2 haben sich die Bürger beschwert, dass es leider nur eine Tram gibt und sie haben die Verkehrsbetriebe Offenbach gefragt, wie kann das sein, dass eine einzige Gütertram eine so große Stadt machen kann? Antwort vom von der Pressestelle: Tja, wir haben da selber keine Ahnung davon, aber auch dafür haben wir eine Lösung gefunden. Auch das wird geändert. Und zwar werden wir jetzt eine Modernisierung durchführen auf einigen Strecken, die echt einige Verbesserungen bringen. Und mit dem Bürgerentscheid fangen wir in Köln-Da an. So, Köln-Da wird zu. Erfurt. So. Ja, das hätten wir schon mal abgehakt. Dann, einmal diese Güter. Ne, wir lassen die erstmal abladen. Das ist vielleicht ein bisschen besser. Na, wir fahren mal mit. Wir fahren mal ganz kurz damit, bis er ablädt und dann werden wir sie verkaufen und eine neue, schnellere, bessere und fixere Straßenbahn Gütertram holen. Des Weiteren war ein Beschwerdebrief vom stellvertretenden Bürgermeister aus Erfurt bei uns eingetroffen, warum seine Straßenbahnen da wenden, wo sie überhaupt nicht wenden dürfen. Antwort vom Bürgermeister war von den Verkehrsbetrieben war, das wissen wir selber nicht. Statt der Ahnungslosen und Verkehrsbetriebe der Ahnungslosen. Muss ich ganz ehrlich jetzt mal sagen, warum wir so eine Sache haben. Wissen die Verkehrsbetriebe selber nicht, aber Offenbach, ja, ist statt der selber fahren. Nee, Offenbach ist leider statt der Ahnungslosen, muss man ganz ehrlich da mal sagen. So, jetzt Umbau. Einmal diese verkaufen und dann hat die Verkehrsbetriebe Altfahrzeuge noch dabei, die sich dafür sehr gut rentieren und ja, ein Moment, Köln-Da Werkzeug und Köln-Da Werkzeug wird bitte in Erfurt, warte mal, doch Erfurt Werkzeug, wird in Erfurt Werkzeug umbenannt. Wir müssen da nämlich jetzt auch ein bisschen mit drauf achten, dass wir die ganze Sache richtig machen. Erfurt. So, dann haben wir das. Dann müssen wir das leider auch umbenennen, die Werkzeugfabrik. Und dann hatte uns die Werkzeugfabrik ein Gewerkschaftsbrief geschrieben, der beinhaltete, dass die Mitarbeiter in der Werkzeugfabrik nicht mehr hinterherkommen mit ihrer Arbeit. Man sieht es, der Bahnhof ist überfüllt bis
man es nicht mehr sieht. Und ja, wir müssen leider, leider Gottes, jetzt hier auch an dieser Stelle mal ein bisschen in die Sache investieren. Und da wir einmal gleich hier sind, werden wir auch gleich damit beginnen. Das heißt, der wird konfiguriert und wird mit verschiedener Sache jetzt ausgestattet. Das heißt, wir haben ja einmal Feuerwehr. Stil 4. 2. Eingabe Baumstämme, Bretter. Ausgabemenge 10 und das wäre stopp. Cargo B, Cargo C. Input, Baumstämme, ja. So. Okay. Dann werden wir das anders lösen. Ja. Ich hoffe, er lädt gleich ab. Elstra nimmt jetzt Waren. Werkzeug, Linie verwalten. Erfurt Werkzeug darf entladen werden. Denken Sie dran an Aschaffenburg? Ja, denke ich dran. Das war ja auch noch eine Bitte von der, von der Betriebsgesellschaft. Ja, mache ich. Bus und Tram. Ja. Okay, ein Moment. So, wir gucken aber jetzt mal ganz fix, auch wenn es im Hintergrund ein bisschen laut ist, unsere niegelnagelneue Erfurter Gütertram fährt hier gerade jetzt ein und, wollen mal sehen, wie schnell die jetzt im Lademodus ist. Weil wenn die richtig gut und schnell ist und wir dann wissen, wie Erfurt beliefert wird und wie viel die brauchen, dann müsste man hier gegebenenfalls, insofern der stellvertretende Bürgermeister dann von Erfurt noch ein Memo schickt, ob wir da dann noch ein bisschen mehr draufpacken. Oh. Ein Wimpernschlag war voll. Das war ein Wimpernschlag. Warten Sie mal, ich schreibe mal schnell ein Memo an den Bürgermeister nach Aschaffenburg, ob er auch die Tram haben möchte. Nein. Nicht? Lkw-Verkehr. Ah, okay. Also Transportverkehr über vier Räder. Oh. Tram wird bei mir mit Gütern nichts gemacht. Das tausche ich um. Alles klar. Wartet auf freie Wege. Das war jetzt knallhart gesagt, aber... Ja, alles gut, alles gut. ...etwas umstrukturieren. Die wollen einen Weg einschlagen. Ja.
mit Lager, also mit großem Lager und Güteranfuhr mit Zug von dort aus in einem Verteilerzentrum, zum Beispiel von DHL oder wem auch immer. Ja. Werbung. So. das dann über an die Bäckereien verteilt, an die Gastro, an die Handwerksbetriebe und so. Jo. Können wir hinkriegen. So, guck mal hier nochmal hin. Der fährt voll weg. Ah, das gibt's doch nicht. Wie kann das sein? Das ist immer voll, immer. Das ist doch nicht schlimm, das ist doch gut. Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Okay, also. Ich hoffe ja, dass es jetzt ein bisschen besser läuft. Weil unser Bahnsteig läuft ja auch schon wieder über. Und wir verlieren schon... Der andere Bürgermeister sagt, Pop. Ja? Von seiner Seite, also er sagt, Moment. Von seiner Seite, top. Okay, also genehmigt. Der stellvertretende Bürgermeister hat es genehmigt. So, bin mal gespannt. Ich weiß nicht, auf was das nochmal bezogen war. Das müsste ich nochmal wissen, ob das wegen Erfurt war oder was? Wegen Erfurt und erhöhter Tram. Also Tram-Erhöhung, ja. Tram, Gütertram. Tram, ja. Tram, ja. Okay. Außer Aschaffenburg natürlich, ne? Ja. Ja, da wollen wir einen etwas anderen Weg mal probieren einzuschlagen. Wieso nimmt der das jetzt nicht an? Nein. So, okay, dann, oh. Ach so, das war jetzt nicht ganz so gut. Das... Oh oh, stopp! Das ist jetzt die 4, die 2 brauche ich. Nichts laden, alles entladen. Nee, entladen und laden darfst du das. Jetzt. Hoffentlich ist hier noch keiner unterwegs. Oh, Glück gehabt. Laden nichts, nur entladen. Ah ne, ja. Hallo, warum entlädst du nicht? Ach, das kann doch jetzt nicht sein.
Okay, dann müssen wir da noch mal was ändern. Oh! Hier läuft eigentlich jetzt gar nichts mehr lang, schätze ich. Was läuft denn hier jetzt lang? Ach, die Ferntram. Ja, da war was, genau. Die Ferntram. Schickt man erstmal ins Depot. Dann die raus. Dann war der Wunsch, dass wir die in Kölle der Nahverkehr einen Umbau machen. Und zwar war der Wunsch. Stopp. Auf diese umzusetzen. Wir haben 45, 6 Fahrzeuge. Da würde ich sagen auf 3. Der Bürgermeister soll bitte, der stellvertretende Bürgermeister wäre gefragt, ob er 3 Trams ihm reichen. Ich weiß, dass ich fies bin und ein bisschen sehr fies. Ich glaube, der Bürgermeister ist nicht da. Okay. Du meinst nämlich einmal den von Köln da, ne? Ja, richtig. Wegen den Trams. Ja. Okay. Ist genehmigt? Ja. Gut. Dann haben wir das. Ein Moment, geht gleich weiter. Okay, musste zwischendurch mal etwas da erledigen. Oh, der Stau. Au, Backe. Ja. Mal da ein bisschen für Entlastung sorgen. Wenn wir gerade dabei sind, ne? Ja. Die eine Tram und die eine, den einen Bus können wir bei mir dann. Ja, machen wir gleich. Machen wir gleich. Ich will nur erstmal überlegen, wie ich jetzt am besten weiter verfahre. Woran bist du jetzt? Ja, ich überlege gerade, wie ich das jetzt mit dem Sägewerk mache.
Weil das klappt nicht so, wie ich mir das gewünscht hatte. Beziehungsweise, werde ich mal ganz kurz was hier versuchen. Nee, andersherum musst du, wenn schon. Straße weg. Ja, warte erst schon mal, warte erst schon mal. Drangestellt und die Straße unterhalb dran. Anschließend die Straße. Mhm. Nein, nein, nein. Ja, ja, probier's mal so, ja. Und die Straße musst du aber auch noch anschließen. An der Hauptstraße. Okay, dann, Das heißt, entweder an die Straße dran. Ja, ich wollte nur gerade gucken, ob das. Oh je, das sieht nicht toll aus. Nee. Ja, komm. Weißt du, wie das aussieht? Nee, wie nicht gewollt und nicht gekonnt. Genau. Wir müssen aber erstmal hier irgendetwas ziehen. Ja, aber das, ich muss jetzt erstmal hier. Ich probiere jetzt erstmal das aus, ob das, jetzt hier irgendwie es muss funktionieren. Irgendwie muss ich das hier hinkriegen. Das reicht ja schon so. Jetzt guck. Okay. Oh. Da musst du. Normalerweise, wenn du jetzt den Bahnhof anklickst, müsste das. Na? Dein Spiel steht. Ja, ich weiß. Jetzt. Klick nochmal auf den Bahnhof dran, bevor du da ein Lager hinbaust. Ja. Verbunden, guck, zusammen verbunden. Ja, aber der lädt nicht ab, das ist das Problem. Ja, das dauert eine Weile, bis der produziert. Der braucht Stämme, du brauchst Holzstämme noch. Ja, der holt ja die Holzstämme, das ist ja das. Der lädt aber nicht ab. Hier, der ist voll. Weil der muss sie nehmen und muss sie da runterfahren. Ja. Oder du tust ein Sägewerk direkt hinsetzen. Das ist ein Sägewerk. Ja, dann müsste der eigentlich automatisch Holz abgeben. Hm. Automatisch, eigentlich, ja. Aber das dauert immer eine Weile. Muss man immer laufen lassen, bis es dann funktioniert. Da, guck. Da kommt doch mit. Also Werkzeug. Hm, Werkzeug, genau. Guck, da kommt's doch. Nein! Das heißt, der arbeitet mit dem zusammen. Nein! Der hat nichts im Lager, kein Konsum. Warte, jetzt kommt der. Jetzt! Ja, der muss da Holz hinladen zu dem Ding. Weil der stellt nur Bretter her. Ja. Das heißt. Stopp.
So, Freunde der Nacht, jetzt wird hier angelacht. Wieso nimmt der eigentlich Werkzeug? Hä? Du musst bedenken, die nehmen alles mit, was da liegt. Und transportieren es dann so hin, dass die es wiederum gut mitnehmen können, wo der andere das braucht. Das macht der automatisch. Ja, ich glaube, wir haben hier gerade ein mittelschweres, leichtes Problem. Der fährt auf die Spur. Mach lieber zwei Knaller. Also, ja, genau. Jetzt hast du aber das falsche Glas genommen. Ich weiß. Du musst das links anschließen und das eine musst du rechts machen. Ja. Man muss aber das Spiel stoppen, weil sonst ist die Verbindung komplett weg. Genau. So, genau. Das andere noch ein bisschen von dem langen. Also. Bau nicht möglich, okay. Da habe ich keine Kreuzung, ne? Das geht nicht. Mamas. Dann müssen wir es anders machen. Zwei Gleise da und dann zusammen rüberfahren. Ich habe eine andere. Das, was du gerade gesagt hast, ist richtig. So, und damit der. Einen Moment. Dann da drauf kann. Und wir das aber wegreißen können. Und hier noch mal wegreißen können. Das geht nicht. Einen Moment, da müssen wir hier noch mal ganz. Es geht noch nicht gerade. Ah! Das geht. Wenn der Ofenbacher das will, da geht das. Wo ein Willi ist, ist auch ein Weg. Komm. Sag mal, wenn du nicht willst, mache ich es mit dir mit Gewalt, Junge. Glaub mir, das geht nicht. Nur wo, wenn es gerade ist. Ich weiß ja, was das Problem ist. Omo. Nicht nur die. Und die Krümmung ist die Kurve. So. So, was sagt uns? So,
Und jetzt. Verdammt. Wenn du gerade rausfährst, geht es. Wenn du 10 Meter gerade gehst. Bin schon dabei. Genau. Aber mach erst komplett Anschluss und dann erst die zwei verbinden mit der anderen. Und glaubst du es mir? Ja, dann werden wir aber hier auch Probleme kriegen, aber ich denke mal nicht. Ich hoffe es zumindest nicht. Irgendwas passt nicht. Ja, gleich. Der hat keinen Weg mehr. Okay. Jetzt. So, und jetzt müssen wir hier. Ich gebe dir einen Tipp. Tu erst in der Mitte ein Gleis setzen und dann rechts das Gleis, wo du anschließen willst. Hast du gehört? Warte. Aber die gehen alle nicht. Überall, wo rot ist, hinten dran geht nicht. Wenn du nicht willst, so will ich's mit Gewalt. Muss nämlich noch auf dem Gleis daneben eine Schiene anbauen, wenn du da brauchst. So, und du gehst beim Offenbacher Sägewerk bitte auf die 1. Ja, ich weiß Bescheid. Dass du da nicht willst. Aber du hast zu wollen. Wir haben da ein Problem, ja. Ah ja. So, dann kümmern wir uns um den Zug. Fahrzeug verwalten, noch einen drauf. Weil jetzt hier mehr kommt. Konfigurieren auf 14. Jetzt haut der auch wieder raus. Das ist gut. Jetzt fangen wir zwar wieder von vorne an, aber okay. Dauert nicht lang. Hier können wir zumindest noch ein paar Sägewerke reinnehmen.
Jawohl! Jawohl! Genau zur richtigen Zeit! So. Werkzeug, wo bist du, wo bist du, wo bist du, wo bist du? Komm, zeig mir das Werkzeug, komm. Wo ist der Werkzeugladen? Ja, wo ist der Werkzeugladen? Ja, wo bist du denn? Ja, wo ist er denn? Sieht einer von euch den Werkzeugladen? Ich sehe den Wald, doch da. So. Neue Linie. Gütertruck. Zelle. Versorger. Und schon haben wir eine neue Linie. Haha, bin ich gut oder bin ich gut? Zelle Baumarkt, Zelle Werkzeug. Zelle Versorger. Oh. Ja, okay. Ich war fast dahin. Ich sag mal, wenn ich dir sage, dass du hier eine Haltestelle setzen sollst, dann mach das bitte auch, Herr Baumeister. Es gibt Leute, schickt das Arbeitsamt. Echt, also da könnte ich schon wieder... Du hast aber auf der Straße keine Straßenbahn. Sondern nur normale Straßen. Der Funk war gerade sehr schlecht. Ich muss da irgendwie ein Funkproblem haben. Gibt's in Aschaffenburg irgendwie ein Funkloch? Ich weiß nicht. Irgendwie war da gerade ein Funkloch. Ach, das hat man erledigt. Jetzt werden nämlich auch die Werkzeuge mit nach Zelle genommen. Was wiederum einmal ein Dudi ist. Der fährt erstmal leer, gut, okay. Zeig mal die Fahrzeuge. Die bringen jetzt Werkzeug nach Zelle. Okay. Die bringen jetzt für die Ausbrecherkönige die Werkzeuge in die Zelle. Ja, passt doch schon wieder hier. 700 zu. Ja. Perfekt, er hat wieder seine alte Stärke gefunden. Und wieso? Weil andere Zug den Kreuz den Weg. Hä? Ja. Der fährt genau auf demselben Gleis. Aber jetzt fährt er los. Weil der im Bahnhof.
der Spur. Oh. Ja. Der fährt gleich gegen ihn. Ich zeige ihn gleich, wo er lang fährt. Jetzt fährt der Lexus lang, genau. Wieso fährt er eigentlich da lang, wenn ich dem gesagt habe? Ja, weil er doch da steht, der andere Zug. Hat der ausgewichen. Werkzeugverteiler, was macht denn... Ach ja, okay, alles klar, hat sich gerade gelegt. Ja, okay. Alles klar, hat sich erledigt. Es war ja der Werkzeugzug, ich... Ochsenkarl. Sag mal, Bürgermeister Aschaffenburg, mich hat gerade ein Memo deiner Bürger erreicht. Wie viele Brötchen willst du noch? Wieso, wie viele Brötchen noch? Naja, du hast schon wieder den Antrag auf meinen Tisch gelegt. Du willst Brötchen. Ich hab dir doch schon... Ich hab dir doch schon Brötchen geliefert, Verfaulte. Müssen doch reichen. Ja, die haben wir auch noch weitergegeben. Oh, mein armer Bürger. Das kann nicht sein. Wir wollen frische Ware. Ja, müssen wir irgendwann mal in die Wege leiten. Irgendwann muss das mal in die Wege geleitet werden. So, ja. Was hatten wir eigentlich jetzt gemacht? Mal so die Frage. Herr Bürgermeister. Nicht viel, gell? Wir hatten nicht viel gemacht. Nee, doch ein bisschen haben wir was gemacht. Die Fahrstrecken erneuert. Ja. Die Güter verbessert. Also ich habe... ÖPNV von Köln da ausgebaut. Ja, und ein ÖPNV in... Offenbach, den Tram, ja, alles klar. So, wie war das jetzt? Ich hatte da so ein Memo erreicht mit LKW und nicht Tram und ja. München Logistik. Logistiklager, ja. Ja. Also, ne? Ja. Wie möchten Sie denn Ihre LKWs haben, Herr Bürgermeister? Die Firma Walter. Die Firma Walter. Ah, okay. Haben wir beauftragt, ja. Alles klar, wie viel? Die Spedition hat uns, also das ist für, kommt drauf an, für was war das, für Werkzeuge, ne? Ja, Werkzeug also und Baumarkt. Material. Werkzeug und Baumarkt. Was hat er uns gesagt? Im Gespräch. Moment, in den Unterlagen kurz gucken. Ja. Ja, was? Der hat uns 10 versprochen. Okay. Der hat uns aber auch eine ein Depot, also einen Neubau von Logistiklager zugesprochen. Plus die 10 LKWs. Ah, okay. Das heißt, das Verteilzentrum wird erneuert. Ja. Da ja mit der Tram nichts mehr gemacht wird. Okay. Mit der Gütertram. Okay. Geht ja alles nur noch über Transporter und LKW. Ja, aber diesen Umbau lehnt jetzt der die Bundesverkehrsnetzagentur Offenbach leider ab, weil 45 Minuten reichen und haben wir noch den Verkehr gemacht? Bus und die eine Personentram? Die eine Personentram. Einen Moment, da gucken wir mal. Und das war ja noch wichtig. Das war Nahverkehr. Genau. Das war bei dir. Oder wo? Aschaffenburg, ja.
Da wollten Sie eine haben, ja? Ja, eine zusätzlich und einen Boss noch. Naja, wir haben jetzt hier in Aschaffenburg drei. Es wäre möglich, dass ich Ihnen eine Tram abtrete von Offenbach 1. Wenn Sie damit einverstanden sind, würde ich Ihnen eine schicken. Aus ja, Offenbach, auch Altbestand. Okay. Ja. Wäre auch okay. So, erledigt. Und dann die Buslinie. Da wollten genau. Sie ein weiteres Fahrzeug? Ja. Gut. Alles klar, erledigt. Genau. So, damit hätten wir das jetzt erstmal durch. Dann ist das das Wichtigste gewesen. Ja, aber bevor wir hier das noch machen, küssen sich da gerade zwei Züge. Die ja. küssen sich. Ja, das, ja. Würde ich mal sagen, blöd gelaufen. Ja, blöd gelaufen, weil, das Signal im Weg. Und dann steht der sich wieder im Weg hier. Warum musst du da nichts was machen? Und der nächste. Ja, da ist bis hinten frei. Da kommt aber trotzdem nicht mehr raus, ne? Doch, doch. Bin dran. Hier werden wir jetzt eins werden wir jetzt hier noch machen, bevor wir jetzt hier die Sache noch beenden. Auch wenn wir die Folge jetzt ein bisschen überziehen, müssen wir das jetzt hier noch schnell machen. So, das heißt, Linie verwalten, Sommer, da dürfen sie beide anfahren. Und dann müssen wir den nach hinten nochmal ausbauen. Ja, so ist es beim Offenbar. So. Dann nochmal Gleis.
dann nehmen wir noch mal unser Werkzeug. Und wir müssen ihn doch nochmal konfigurieren. Ach Mann. Kannst du dem Erfurter Bürgermeister mal eine Memo schicken, dass er jetzt Lebensmittel nimmt, aber Lebensmittel noch leider mangelbarer sind wie in der DDR? Da die Deutsche Reichsbahn noch nicht die verfügbaren Waggons bestellt hat, um die Fahrzeuge dafür bereitzustellen. Ja, vielleicht hat er das ja mitbekommen. Ja, er ist im Urlaub, deswegen sollte er ja es über ein Programm kriegen. Oh, es gibt's da nicht, ey. Solltest du nicht rumdrehen. Nein. Das Geld hat geredet. Ja. Alles klar, in diesem Sinne, macht es hübsch, sagt der Offenbacher und der... Gut, okay, mit mir will heute keiner reden, mit euch auch nicht, sagen der Offenbacher und... Sky. Aha, schon besser. Also, kommentiert, abonniert und glockiert. Blim, blim, gell? Damit ihr Bescheid wisst. Also, bis dahin. Ciao. Ciao.